So ihr Lieben, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und damit herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Fortnite und heute wäre die Repetierpistole dran und zwar die Wintertech Falkler. Leider habe ich die vom halben Jahr, keine Ahnung wann es passiert ist, außersehen gelöscht. Ich weiß nicht warum, also wie es gelöscht, ich habe sie zerlegt oder verwertet. Und ich kann das beweisen, dass ich sie gehabt habe. Ihr könnt einfach mal in die letzten Playlist reingucken vom letzten Wintertech-Event. Da war sie definitiv dabei, da habe ich sie auch vorgespielt und habe sie auch gespielt. Leider ist sie mir irgendwie abhanden gekommen, aber na gut. Das ist ja kein Problem, deswegen werden wir heute die nächste Waffe spielen, und zwar die erste Nahkampfwaffe. Freut euch, es ist nämlich die Wintertech Schlitzklinge. Ja, das ist sie, das gute Stück. Und die zocken wir zusammen. Natürlich müssen wir das mit dem richtigen Helden machen. Und zwar, welchen Helden nehmen wir dafür? Am besten so ein Wölfchen. Also unsere Wölfchen. Ja, Wölfchen. Kann man das so sagen? Ja, Wölfchen. Und natürlich müssen wir richtigen Einheitenbonus mitnehmen. Das habe ich schon alles eingestellt. Und zwar nehmen wir hiermit die Enderin Fiona. Und natürlich für Killen von Hüllen natürlich Heilpunkte. Ganz klar. Die beiden nehmen wir mit. Und natürlich bin ich heute nicht alleine. Im Hintergrund könnt ihr so schon ein bisschen kräuscheln hören. Und zwar immer dabei der Joghurt Jofa. Hallöchen. Hallo. Und der SF Mors. Hallo. Auch der Lukas wäre da, aber leider hat er kein Discord. Keine Ahnung, oder ist nicht gejoint, keine Ahnung, ich weiß nicht warum. Auf jeden Fall sind nur die beiden heute im Discord und können mit mir quatschen, reden und Spaß haben. Und ja, war in der letzten Folge schon mal kurzfristig dabei in der zweiten Mission. Und heute dürfen sie offiziell mit quatschen. Oder auch nicht. Kommt drauf an, wie sie sich anstellen. So, was machen wir in der Mission? Ich hätte hier eine schöne Schutzbunker-Mission. Evakuieren. Können wir die schaffen? Ja. Ja. Was? Was sagst du? Ja, easy. Wir haben irgendwie, steht da, Gruppenmitglied ist zu schwach, wer ist denn das? Ach, der Lukas. Ja gut, mach einfach auf privat. Hab ich schon gemacht, ist schon alles gut. Ist alles super, also wir können die Mission spielen. Aber ich habe ja gesagt, 70 ist mindestens mit mir gekommen, aber bei Lukas mache ich halt einfach mal eine Ausnahme. Ich hoffe, er freut sich, dass er trotzdem mit dem Video ist. Und dann machen wir mal eine 4er Schutzbunker-Evakuierung. Let's go, Finger und Po. Was? Ah, eine Sache habe ich schon noch vergessen, siehst du, die Grüße muss ich auch noch machen. Meine Fresse, dass ich das immer wieder vergesse. So, ich mische nochmal durch, dass es wieder hört, ne? Weil Facecam ist ja leider aus. Ist nicht so schlimm. Deswegen können wir ja trotzdem Fortnite zocken. So, und dann haben wir den ersten. Und zwar der Coder Bast Army. Ganz, ganz liebe Grüße an dich und an den Gamer346. Ganz, ganz liebe Grüße an euch beide. Vielen lieben Dank für den Support. Danke für die Unterstützung. Und ich muss ja schon mal sagen, dieses Layout oder dieser Hintergrund sieht richtig cool aus. Ich finde es leider doof, dass die Karten leider nicht mit Stäben bedeckt sind. Aber vielleicht kommt das ja noch. Ich würde mich riesig freuen. So, und jetzt schnell. Suche weil den Standort des Schutzbunkers auf deiner Karte. Hier geht schon übelst zur Sache. Schnell Drohnen raus. Vor Nebelmonster aufs Maul hauen. 100er Hüllen. Alter. Das wird eine Herausforderung. Nee, sagt er. Also wenn ich mit Schwert nur kämpfe, wird das schon eine Herausforderung. Also die Wintertech-Schlitzklinge ist schon geil, das braucht man nicht vergessen. Aber ich habe sie noch nie gegen 100er Hüllen getestet oder konnte es noch nicht testen, weil ich noch nicht so weit war. Machst du hier? Habe ich jetzt den Tritt gemacht? Jetzt auch kein Schwein. Freundchen, wird nicht auf mich geschossen oder geschissen. Wie immer, such dir was aus. Ja, wir machen hier allzu viel Damage mit der gerade, aber das ist nicht so schlimm. Kriegt das hin, nur haben wir ja noch die Fernkampfwaffen. Freut euch, da kommt was von oben. Blitz. Komm mal her. Wie viel müssen wir noch? 12 müssen wir noch. 12 müssen wir noch. Das kommt davon, wenn man mich anfasst. Jo. Schlitzlinge. Gibt da jemand am Boden? Ach, der Joghurt. Wieder nur am Rumpen. Oh, ich hoch. Oh, Joghurt, wollen wir zum Kuscheln? Ich seh dich gar nicht. Oh, Schwissel, wir haben schon gestehen. Schutzbunker muss aufgeladen werden. Sobald der Schutzbunker repariert ist, können wir die Überlebenden bergen. Den Joghurt, du sagst ja gar nichts. Bist du verschüchtert? Minuten. So, ich habe Jofa jetzt auch mal eine Schlitzlinge gegeben, aber gerade hat er einen Hammer in der Hand. Zeig mal her. Ich habe es nämlich auch gerade gegeben und er testet mit mir zusammen diese Waffe, ne? Jofa? Ja, das tun wir. So, und bin mal gespannt, wie dein Feedback ist am Ende. Also ich finde dieses Schwert richtig geil. Also besonders wegen der Special-Attacke, also mit dem Rechtsklick, weil der macht so... Ja. Ja, schwunghafte Angriffe, nicht von vorne, so wie man das Schwert kennt, ne? Also mit der Masemune, wo er immer so nach vorne schlägt, sondern er macht so seitliche Schläge. Das heißt, für mich natürlich erwischt natürlich auch mehr böse Hüllen. Also wir müssen das Ding natürlich ordentlich einbauen, sonst wird es kritisch, weil das ist eine 100er Mission. Also sollten auf jeden Fall mal hier schnell was einbasteln. Und ich muss natürlich meine Überlebenden platzieren, sonst könnte es euch durchaus Brühe werden. So, wieder schön unsere Überlebenden hier reingepackt, unsere Scharfschützen mit der Verheerer. Und ich hoffe mal, das wird was. Bin mal gespannt. Aber ich denke schön, dass das was wird.
Mal brauchst du Schatten? Nö. Ich hab doch nur Obsidianwaffen, wie du weißt. Ich spiele da nur Obsidian. Jetzt können wir uns auch konzentrieren, um die Karte zu erkunden. Wir müssen ja eigentlich Antennen suchen, verdammte Scheiße. Also, nicht Antennen, sondern Funkmäste. Wir helfen dir. Das ist aber lieb von euch. Und da hoch müssen wir auch nochmal schnell. Vielleicht ist ja da für uns eine Spesseltruhe drin. Das sollte man vielleicht ja nicht mit Stein machen, sondern mit Holz, weil gerade Stein etwas Mangelwaffe ist. So, haben wir hier. Oh, hier ist die Spesseltruhe für alle. Geile Sache! Oh, Was ist denn? Golden! Golden! Ach, jo, fast runtergefallen. Ups. Dann haben wir runtergesprungen. Das ist aber schlecht. Ja, ich springe hier mal nie runter. Ich will den gleichen Fehler nicht ummachen. So, ich hoffe mal, dass wir in einer Mission jetzt die ganze Story zusammenkriegen, aber ich glaub's eher nicht so. Wie brauchst du noch? Ich brauche noch 7 Stück. Hier ist eins. Oh, Story. Okay. Dieses Mal vermassel ich es nicht. Es reicht. Du musst aufhören. Ich weiß, dass du mich hasst. Ich hasse dich nicht. Um ehrlich zu sein, denke ich nicht mal an dich. Wie bitte? Das ist noch viel schlimmer. Wieso ist das wichtig für dich? Tu nicht so, als ob du das nicht weißt. Hat sie einfach aufgelegt. Finde einen anderen. Von mir ist Schlumpf, tschüss. Ich komme gleich, ich muss hier nochmal den Baum abbauen. Ich brauche nicht schreiben. Wieso gibt es Schlumpf in der Vierer-Mission? Das ist sehr, sehr selten, dass es das gibt. Das darf man nicht vergessen. Also, es ist wirklich sehr, sehr selten, Lofa, dass das passiert. Es kann passieren, ist aber eigentlich eine Ausnahme. Aber ist doch nicht schlecht, oder? Ja. Freut mich doch. Hunderte Missionen in Schlumpf, da gibt es vielleicht was Ordentliches raus. Oh, ich kann jetzt super schnell laufen jetzt. Geil! Domchest! Das ist ein super Tempo. So, kommt ihr? Wir haben nicht viel Zeit. Was macht denn Lukas? Keine Ahnung. Starten wir? Wir müssen starten, weil wir haben nur noch 3 Minuten. Zack, zack. Noch Schwertchen auspacken. Warte ich hier an. Du auch nicht. Außer! Schlitzen! Ich erstmal mal schlitzen muss, bevor er fällt. Mein Güte. Jetzt sind es auf jeden Fall wieder 88er. Achso, die kommen ja erst, die 100er. Ja. Die kommen ja erst, wenn die Verteidigung anfängt. So. Ja, die ich hab schon wieder eine Eventwaffe bekommen, Mike. Schau mal. Was hast du die denn bekommen? Mars droppen. Das ist eine Eventwaffe. Das weiß ich, die Drachen, die kenne ich. Das ist ein Frühjahrsevent. Ja, ich kenne mich aus. Hab's gehört. Was? Aber ist doch scheiße. Wir haben plus 2 Stück gefunden hier. Mann, du, sind wir erst bei 10 von 15. Machen wir 2 Minuten 10 haben wir noch zum Rumgucken. Vielleicht finden wir ja also irgendwo was. Masten oder sowas. Ich und Shadow haben für diese Mission. Shadow hat 7 gebraucht und ich 4. Bist du ihn? Nicht anfassen. Don't touch this. Da. Da. Don't touch me. Was? Don't touch this. Da. Nur fliegen ist schöner. Ach, schade, da war schon was. Ja, verloren. Durch. Munition. Bin schon aber doof, dass hier keine Masten mehr sind, Mensch. Na gut, das ist jetzt die 3. Mission. Ich denke, wir werden auch so 4 oder 5 brauchen, bis wir die Quest komplett abgeschlossen haben. Ihr müsst mir einfach mal in die Kommentare schreiben, wie ihr es haben wollt. Soll ich das überspringen, diese Mission? Oder soll ich trotzdem alles zeigen? Das entscheidet ihr. Mir ist es relativ egal. Ich spiele die Story sowieso gerne. Ob sie nur gesehen wollt oder nicht. Und vielleicht wollt ihr was anderes sehen. Das müsst ihr mir einfach mal in die Kommentare schreiben. Ne? Auf jeden Fall machen wir, wenn ihr nichts schreibt, so weiter wie bisher. Das ist natürlich eure Entscheidung. Ne? Ihr dürft nicht vergessen, das ist ein Kumpli. Und deswegen sind natürlich auch der Mars und der Luca heute dabei. Nicht wahr, ihr beiden? Und es kommt wieder nicht. Ist so geil bei euch. Ist echt geil. Die sind so schüchtern. Also die beten wollen nie mit mir reden. Ich weiß nicht warum. Das finde ich ein bisschen doof. Bist du jetzt da, Mars? Oder schläfst du immer noch? Ha, da ist er! Der sagt was! Hallöchen. Hallo. Und Jova? Hi. Sieht genauso scheiße aus wie ich. Komm, wir spielen noch ein bisschen Fußball, bevor es losgeht. Da kommen sie! Sobald. Sichere den Schutzbunker! Oh ne, das ist ausgegangen. Toll, Jova. Hast du das ausgeschossen? Das ist doch scheiße. Sicher evakuiert werden können. So, drin schon raus. Oh, haben wir abgequetet alles?
Nee, da fehlt noch was. Muss hier alles abgegradet werden? Komm mit. Ja, die kommen ja alle von da, das geht im Moment noch. Aber sicher ist die Mutter. Sicher ist die Mutter Porzellankes und wir haben unser Tisch, unsere Verteidiger unten drin. Das sollte eigentlich kein Problem sein. Wasserzombies machen eh 300% mehr Schaden gegen Steingebäude. Na toll, haben wir was falsch gebaut oder was? Ja. Da haben wir das Falsche gebaut, aber nicht so schlimm. Kriegen wir trotzdem. Unsere Verteidiger machen das schon. Dann komme ich mit meinem Mutterhammer. Nee, du musst die Schlitzlinge testen. Du musst mir sagen, wie du findest. Das wäre ganz wichtig für mich. Und natürlich auch für die Zuschauer, weil viele haben ja dieses Ding. Weißt du? Ich brauch Candies. Also die Mission ist schon heftig, also gegen 100er Hüllen mit der Wintertech. Hab schon mal 118 gegen 118er Hüllen gekämpft. Und? Wie hast du abgeschnitten? Ja, da waren 130er noch mit drin. 120er und 110er. Und die Mission haben wir gewonnen. Ich hatte am meisten Kampf, weil ich viele Fallen gebaut habe. Du alter Cheater, du! Aber jetzt ganz schön die Hölle los gerade, ey. Ja, moin. Ich bin tot. Was? Hast du schon was hingebaut, dass er gerettet werden kann? Also im Moment sieht's ganz gut aus, aber wahrscheinlich wir haben mit der Schlitzklinge nicht allzu viel Schaden machen. Ihr seht das, wir kommen nicht gerade durch. Zack. Außerdem haben wir ja auch noch Lukas drin, ohne es jetzt böse gemeint ist, aber er zieht natürlich unsere Sets runter. Normalerweise habe ich in solchen Missionen, wenn ich mit richtigen Leveln, also mit allen gleichen Level reingehen, sind wir so bei knapp 250 Konditionen. 250.000 Konditionen. Ich mag nicht den Boden decken. Och, Jehova. Kannst du nicht einfach den Kontaktlinsen suchen, wenn es zum Gefecht geht? Das ist doch scheiße, das kannst du doch nicht tun. Im Moment können wir es ganz gut halten, denke ich, oder? Ja. Wir können natürlich auch eine andere Waffe spielen, aber wir wollen ja die Schlitzklinge testen. Wir machen zwar nicht allzu viel Schaden, aber. Oh, Boss. Krieg mal weg. Komm mal, den Boss. Na toll. Na tolle Boss. Von der Lava. Ja, ist ein Vulkan. Wo ist er denn? Da oben. Ja. Ja. Wir ziehen die Halte wieder ab. Schlitz. Hölle gerichtet. Boah, hat er sich da reingefordert? Ernsthaft? Oder hat er es vorher zerstört? Ich hab das zerstört. Schweinehund. Elender! Dann müssen wir kurz mal hier. Ups, ich hab Holz. Fall um! Nein, mein Loot! Ich will auch aufgehoben werden. Ich muss meine Schutzklinge wieder rausholen. Oh, falsche. So. Also den haben wir schon mal belebt. Wir haben noch eine Minute 42. Ich denke mal, das kriegen wir hin. Mike, deine Scharfschützen sind weg. Na toll. Kannst den Lobber verdanken. Pflegen, Mistviecher. Meine schönen Scharfschützen sind tot. Dann müssen wir da die Waffen jetzt hier eigentlich wieder im Inventar haben, oder? Jo, das sind sie. Also ich habe immer so vier Verheerer drin. Wenn so eine Vierer-Mission ist, wenn ich dort reingehe, wenn ich auf jeden Fall was stellen kann. Sollst du mir sagen, was beitragen kann. Bist du schon wieder tot, oder was? Nein, zu viele Strahler. Strahler, Mensch? Das sind doch deine Freunde, gibst du dazu. Ja, 100 oder so schon. Ich bin nochmal weggeschnitzelt. Oh, ich kann mich noch nicht mehr bewegen. Ich bin zu langsam. Ich bin zu fett. Oh Gott.
Eieieiei. Wie ich ja immer sage, ne, Vorderfront ist immer besser als Hinterfront, weil wenn ihr vorne seid, kommen sie nicht zu eurem Schild, oder besonders in diesem Fall zu eurem Schutzbunker. Ihr sterbt zwar, aber mein Gott, das ist nicht so böse. Hauptsache, ihr gewinnt die Mission. Noch 32 Sekunden. Und ich kann nicht wegrennen, ich bin zu langsam. Mars liegt auch am Boden. Oh nee. So, was machst du hier? Du hast wieder Maike. Du alte Gurke, du alte. Ja, 60 Sekunden noch. Komm, halte durch. Halte durch. Das ist doch der Richtige, der gerade am Boden liegt. Schrei mich nicht an. Ich bin ja schon am Boden, du blöde Kuh. Meine Güte. Jofa, der schießt auf dich. Nee, der will mich nur essen. Eine Sekunde noch. Und geschafft. Du hast es geschafft. Gute Arbeit. Und ich habe trotzdem die meisten Schaden gemacht. Das lag aber daran, dass meine Verteidiger oben drin waren. Deswegen genug Schaden gemacht haben. Deswegen habe ich die meisten Kampfpunkte. Ansonsten war ich relativ schlecht. Ne? Also ich finde die Schlitz klingt geil, aber ich denke mit 100er Hüllen kannst du noch nicht mithalten. Da müssen wir wahrscheinlich die Waffe auf 130 machen. Was wir rein theoretisch könnten. So, Beute Level 4. Ja, ich weiß, wir haben gerade eine Expedition abgebrochen. Aber 64k überleben in der P. Schnuppi Fupsi. Geile Sache. Mal gespannt, was im Dreieck drin ist. Ob wieder Müll oder was Interessantes. Na. Scheiße. Also, Joba, wie findest du die Schlitzklinge? Also, die haut rein, hat Dampf. Wenn man sie auf 130 machen würde, hätte sie schon Chancen in der 100er Zone. Denke ich auch. Also, 100er Zone mit einer 106er Waffe ist ein bisschen mau, das muss ich zugeben. Wenn man es auf 130 macht, denke ich, man hat eine bessere Chance. Rein theoretisch könnten wir sie auf 130 machen. Weil die Materialien haben wir. Wir haben sie in der, man kann ab der 94er Zone solche Sachen finden, wie Breitkor, Sonnenstrahl, Kristalle. Ja, es wäre eigentlich mal lohnenswert, eigentlich mal eine Waffe 130 zu ziehen. Aber ich würde gerne warten, bis ich in eine 100er Zone reinkomme. Dazu müssen wir die nächste Sturmschutzverteidigung rein theoretisch machen. Aber das kommt alles noch. Ja, und leider haben wir bloß wieder zwei Sachen abgeschlossen. Das ist natürlich ein bisschen schlecht. Ne? Also müssen wir noch eine Mission machen. Aber ihr schreibt mir das in die Kommentare am besten, wie ihr das gerne haben möchtet. Möchtet ihr, dass ich die Story komplett mache, dass ihr alles hört von der besoffenen Ray? Oder möchtet ihr lieber, dass wir das überspringen und mit der nächsten Mission weitermachen? Und zwar mit Nachtschicht. Ja. Also, Jofa, möchtest du noch jemanden grüßen? Nein. Nein. Mars, möchtest du jemanden grüßen? Nö. Nö. Wie sie gelangweilt, die hier drinnen sitzen, nicht sorgen wollen. Ne? Manche freuen sich, dass sie endlich mal dabei sein können in dem Video und die beten. Schnorchen hier einen halb weg, das kann doch nicht wahr sein. Na gut, auf jeden Fall freut mich, dass ihr dabei gewesen seid. Vielen lieben Dank fürs Mitmachen und bis zum nächsten Mal. Euer Mike der Vierte. Haut rein. Ciao, ciao.